So, liebe Leute, einmal Travemünde Prival Plastik. Mal sehen, ob wir ihn zum Laufen kriegen. Es sind ungefähr 37 Grad. Scheiße heiß. Aber ich bin bewaffnet. Reparaturhandbuch. Ich gehe einfach mal davon aus, dass der einfach nur zu lange nicht gelaufen ist. Also fangen wir mal an mit der Batterie. Und gucken wir mal. Ich hoffe, ich habe alles an Werkzeug dabei, was ich brauche. Gucken wir mal. Ja, also ich bin hier zu Besuch bei Freunden. Der Mann ist Engländer. Er war Schlagzeuger bei, wem sagt das noch was? Bei Mango Jerry und Gary Glitter und den ganzen Kandidaten. Und ihr könnt euch vorstellen, das sind interessante Gespräche, die wir hier führen. So, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Jetzt muss ich erstmal hier, ist eine Revisionsklappe, dass ich an den Vergaser rankomme. Im Helmfach. Und hier fahren alle mit ihren Luxus-Cabrios vorbei. So, also richtig rankommt tut man da nicht. Ich glaube, wir nehmen das Helmfach mal eben raus. Ich hoffe, ich habe wirklich alles an Werkzeug dabei, was ich brauche. Aber der hat wie viel? 800 Kilometer gelaufen. Das ist ja also, das ist nicht viel. So, wunderbar. So, da kommen wir doch schon mal an ein paar Sachen dran. Und jetzt hätte ich gerne diese Verkleidung hier noch weg. Und mal gucken, wo die jetzt fest ist. Hier ist dieses Fach raus für den. Ach, da sind Schrauben, ja. Wunderbar. Dann nehme ich jetzt mal eben hier vorne diese Verkleidung weg. So, das geht eigentlich ganz gut. Und den Luftfilter nehmen wir jetzt mal ab. So, das sieht ja schon mal alles ganz gut aus. So, mal gucken, ist da überhaupt Sprit drin? Ach, das ist auch noch halb schließbar. Ja, Sprit ist drin. Hier wieder rein.
So, das Öl drin, auch noch ein bisschen drin. Und schließen wir mal den Starthilfevogel an. Und probieren einfach mal, ob er mit ein bisschen Starthilfe anspringt. Schlecht ran mit diesen Klemmen. So. Gucken. Zünden an. Was haben wir jetzt für ein Problem? Alles richtig. Hier kommt aber nichts. Wahrscheinlich ist die Batterie mehr als tot. Gut, dann klemme ich mal die Batterie eben ab. So, das ist ja schon mal ein Schuss im Ofen, weil der Roller behauptet, wenn ich das alles anschließe, dass die Batterie verpolt ist. Auch wenn ich die Batterie nicht anklemme und das Jumperpad so anschließe, meckert die Kiste rum. Da scheint also irgendwas schon mal so nicht zu stimmen. Ich dachte erst, es liegt an der Batterie, die einfach tot ist. Deswegen anfängt zu meckern, aber das ist. Na gut, das Ding hat ja noch einen Kickstarter. Also klemmen wir die Batterie wieder an. Und wenn ich das ohne Batterie läuft, auch wenn sie tot ist. So. Und dann nehmen wir einfach mal ein bisschen Starthilfe-Spray. Mal ein bisschen Gas geben. Machen wir zum Schluss rum. Und kicken mal. Nix. Mal das Ganze. Aha. Ist auch schon mal gar nicht so verkehrt. Gut, aber die Zündung ist da. Puh. Dann gucken wir doch jetzt mal Spritschlauch einfach mal ab. Gucken, ob Sprit kommt. Puh. Wie gesagt, ich werde schützen wie ein Schwein. Kommt.
Erstmal einen Schluck Wasser. Puh. Und den Vergaser mal eben runternehmen. Warum das Starthilfegerät nur piept, ist mir jetzt im Moment so ein bisschen Rätsel. So. Das Autodruckschlauch, das ist Spielschlauch. So läuft hier aber Sprit raus. Wie kann man mal überhaupt an, ja. Läuft dann schön über die Finger. Ich nehme an, vielleicht Wasser abgesetzt und Vergaser. Dass der E-Start noch nicht geht, ist ärgerlich. Schon mal kann man das relativ trocken. Aber dann nehmen wir doch mal die Düse raus. Ich bin mit meinen Möglichkeiten hier natürlich auch etwas begrenzt. Die Hauptdüse ist frei. So. Die Leerlaufdüse ist aber auch frei. Das sollte also nicht das Problem sein. Schwimmer scheint auch zu funktionieren. Boah. Jo, funktioniert auch. Also ist hier jetzt erstmal kein Problem. Achse vom Schwimmer sitzt aber auch sehr lose drin hier. So. Warte mal, wie das ist. Und gucken mal, was das Kaltstart. Jesus Maria, ist das warm. Ist immer schön, wenn der Schweiß in die Augen läuft. Und das
das brennt. Aber mit Starthilfe ist er ja sofort gekommen. Ja, relativ sofort. Kaltstartventil, das verklebt ja manchmal gerne. Probieren wir es nochmal. Noch nicht aus eigener Kraft. Thank you.
Starthilfe-Spray, das taugt nichts. So, jetzt habe ich das Starthilfegerät nochmal angeschlossen. Jetzt ist er ein bisschen gelaufen. Jetzt zeige ich die Batterie auf 6,3 Volt an. Mal sehen, ob er jetzt auf Startmodus geht. Starthilfemodus. Jetzt. Und nun an. Hey. Ja, ich würde mal sagen, Gott sei Dank. Oh, ich sehe aus wie eine Sau. Und dreckig bin ich auch. Nicht das Wetter, um am Roller zu schrauben. Bin froh, dass es hier unterm Carport ist. Freue mich, dass es eine flinke Nummer war. Dass die Freundin von uns jetzt mit dem Ding hier ein bisschen durch Travemünde fahren kann. Weil das ist von ihrem Bruder, der traurigerweise letztes Jahr verstorben ist. Und dann muss man sowas in Ehren halten. Und mit 800 Kilometern und jetzt mit, ich meine, das letzte Kennzeichen ist von 2016. Das neue Kennzeichen von 2020 klebt noch hinten drauf. Ist noch nie befestigt worden. Das wollte der Bruder eigentlich noch machen. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen und neues Nummernschild dran, neue Batterie und ab geht der Puck. Allerdings muss ich feststellen, meine Schuhe, die habe ich mir im Februar gekauft, sind nicht Kickstarter-fest. Das zeige ich euch mal. Mal sehen, ob ich das im Bild festhalten kann. Weil ich dachte eben, das fühlt sich so komisch an beim Kicken. Bis ich dann festgestellt habe, mal sehen, kann ich euch das so mal zeigen. Völlig aus dem Laden gegangen. Voll in Arsch, ey. Die sind so wie zerplatzt. Deswegen fühlte sich das auch so komisch an beim Kicken. Aber jetzt kann ich das alles wieder zusammensetzen eben. Und dann machen wir nochmal einen Test, ob er denn immer noch anspringt. Aber das war ja easy. Mal gut, dass ihr nicht sehen könnt, wie viel Schweißperlen ich auf der Stirn habe. Aber man sieht, glaube ich, so ein bisschen, dass das Hemd ein bisschen durchgeschwitzt ist. Alter Schwede, es ist wunderschön hier. Aber es ist scheiße heiß. Ich gehe gleich wieder schön zu den anderen auf die Veranda. Mal sehen, aber erstmal wieder einen Schluck trinken. So, liebe Leute, das war's. Eben nochmal getestet. Also die Batterie muss getauscht werden. Das ist aber eigentlich alles. Und dann kann es losgehen mit dem Roller. Also mit Start, mit dem Starthilfegerät, mit dem Jumperpack. Sofort, jetzt auch einmal Zündschlüssel drehen, einmal kicken. Springt sofort an, Lichtblinker, alles funktioniert super. Tankanzeige habe ich geguckt, zeigt nichts an, ist aber auch fast nichts mehr drin. Ich weiß nicht, wie die anzeigt. Ich habe die Anzeige selber ist auf jeden Fall in Ordnung. Die habe ich einmal gebrückt, dann ging die Tankanzeige auch voll. Ich gehe auch davon aus, dass das Signal kommt, nur dass sie wegen dem Transport vielleicht gesagt haben, das machen wir nicht mit vollem Tank. Ja, das war's aus dem schönen Travemünde.
Es ist immer noch ein bombiges Wetter. Guckt euch das an. Strahlend blauer Himmel. Im Laufe des Videos werde ich auch noch mal Bilder von heute reinpacken. Lecker vorhin Eis essen gewesen am Passathafen. Ja. Gut, das war's. Erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.